Ja, hallo liebe Tierfreunde. Ich dachte mal, Sie werfen mal mit mir ein Auge auf unseren Betrieb. Ich würde mich freuen, wenn Sie mich einmal begleiten auf meinen Weg durch das große Reich der kleinen Tiere. Warum geht man eigentlich in ein Zoogeschäft? Um sein Hunde-, Katzen-, Vogelfutter zu kaufen? Oder weil man mal was erleben will? Unsere Kunden, und ich denke auch mal Sie, die kommen uns besuchen, weil bei uns etwas zu sehen gibt, was sie sonst nirgends sehen. Hier sind wir bei unseren Listäffchen. Die sind natürlich schon ganz zahm. Da ist unsere eigene Gruppe. Wir züchten mit denen. Die stehlen sich natürlich gerne auch mal einen Keks bei mir, um auch zu zeigen, wie zutraulich sie sind. Sie haben natürlich genug Futter in ihrem Becher. Aber es ist einfach spannend, auch mal den Menschen mal eine Kleinigkeit Leckereien aus der Hand zu nehmen. Ich begrüße Sie jetzt in unserer Terroristikabteilung. Wir haben hier von der Mikrodinosaurier, der Zwerchbartagame, bis zum stattlichen Binnenwaran, so ziemlich alles, was das Terrarianerherz begehrt. Von der Vogelspinne über den Skorpion, über einen kleinen Tausendfüßler bis zur 4 Meter großen Python, von der Landschildkröte, die eigentlich noch jeder kennt, bis hin zu seltenen, ausgefallenen Chamäleonarten, die wir hier auch teilweise im Haus selber züchten. Wir sind hier in unserer Kleinterrarienabteilung. Hier finden Sie sehr viele Insekten, wie zum Beispiel die Vogelspinne, die Sie gerade gesehen haben. Die ist natürlich ja nicht alleine, sondern hat noch ungefähr 100 Freunde in verschiedenen Terrarien. Die Tiere sind alle etwas unterschiedlich groß, aber wir haben da auch sicherlich 50 verschiedene Arten. Wir haben natürlich nicht nur Vogelspinnen, Sie finden bei uns zum Beispiel einige Arten Skorpione, auch von ganz klein bis ganz groß. Natürlich können Sie hier auch Tausendfüßler sehen. Tausendfüßler haben gar nicht 1000 Arten, aber Sie kriegen bei uns schon teilweise so große Tausendfüßler, die mittlerweile mindestens 200 Beine haben. Sicherlich ganz interessant. In der Anlage befinden sich auch junge Schlangen. Wir züchten teilweise Schlangen selber, aber nicht hauptsächlich. Viele kaufen wir natürlich von Kunden, von Züchtern ein, um die ihnen anbieten zu können. Sie finden bei uns nicht nur kleine und junge Tiere, sondern auch schon mal etwas größere oder auch schon sehr große, die einfach beim Liebhaber zu Hause zu groß geworden sind. Wir sind natürlich kein Tierheim, aber wir finden immer eine Möglichkeit, wie wir auch Ihr Tier vernünftig unterbringen, denn Tiere aussetzen tut der Tierhalter, der Tierschützer wirklich nicht. Sie finden insgesamt bei uns ca. 500 Terrarium und eine Auswahl, die für jeden toll ist. Früher war es eine Kunst, ein Reptil etwas länger als wenige Wochen am Leben zu halten. Heute ist es ganz normal, dass wir schöne Terrarien haben, dass also auch die Reptilien unsere ständigen Begleiter und Freunde sind. Die frühere Scheuheit haben sie schon lange abgelegt, denn die Tiere sind ja schon seit Generationen in menschlicher Obhut gezüchtet worden. Damit er natürlich prima funktioniert, haben wir, wie in allen anderen Abteilungen, auch unser Warenangebot darauf abgestimmt. Sie kriegen von uns alles, von der Brutmaschine, um die Eier von diesen Tieren auszubrüten, über Kleinstfutter. Sie kriegen Lebendfutter in zig verschiedenen Größen, um vom kleinsten Tier bis zum Erwachsenen mal was Außergewöhnliches zu haben. Aber natürlich auch vom Einstreu über die Beleuchtung, über die UV-Lampe. Alles an Technik, das, was eben das Herz unseres Freundes begehrt. Ja, wo sind wir denn jetzt her? Sind wir hier im Urwald angekommen, bei den Faultieren? Ja, natürlich sind wir bei den Faultieren, aber bei Zoo Zajac unter der Decke. Unsere Frieda hat sich mal bequemt, doch mal wieder wach zu werden für so ein leckeres Weinträumchen. Als Kunde müssen Sie sich natürlich schon mal etwas Zeit nehmen. Die Dame hat nicht immer Zeit. Als echtes Faultier muss sie natürlich gepflegt den halben Tag oder noch ein bisschen länger schlafen. Aber Frieda ist nicht alleine. Der Henk ist auch noch da, aber der schläft gerade hinten im Körbchen. Der hat heute keine Sprechstunde, vielleicht andermal. Aber vielleicht ist er ja da, wenn Sie uns gerade mal besuchen kommen. Mit so einem Guppy-Aquarium habe ich vor rund 50 Jahren als Jugendlicher angefangen mit der Aquaristik und bin heute immer noch begeisterter Aquarianer. Allerdings haben wir natürlich viel, viel mehr Aquarien da. Nicht nur rund 50 verschiedene Guppy-Sorten, sondern insgesamt fast 2000 Fischarten tummeln sich jetzt mittlerweile in unseren über 1000 Aquarien, die wir hier zeigen. Sie finden also alles von der kleinsten Garnele, von irgendeinem Mikrofisch bis hin über
Skalar über Diskusfisch. Natürlich ostafrikanische Barsche nicht vergessen. Wir haben natürlich auch jede Menge Raritäten, vom Schlangenspringer bis hin zum Piranha, der natürlich in unserem Sortiment niemals fehlen darf. Wir haben ausreichend Verkäufer da, denen natürlich auch erklären können, wie sie jeden einzelnen Fisch halten und wer sich mit wem verträgt. Ein paar schöne Fische sich anzugucken ist sicherlich sehr interessant. Ein tolles Aquarium zu pflegen ist natürlich eine Herausforderung. Zu so einer Herausforderung braucht man natürlich auch ein wenig Wissen und das beste Wissen gibt's aus unserer großen Bücherecke. Piranhas, die superscheuen Fische des Amazonas, bekannt als Superkiller, aber eigentlich ein total schreckhafter Fisch. Der muss schon ziemlich lange zahm geworden sein, dass er so nah an der Scheibe kommt und jemand frisst. Im Amazonas kann man dabei baden und die tun normalerweise gar nichts. Aquarium, Aquaristik, Fische ist spannend, aber es gibt auch spannende Technik. Sie können sich zum Beispiel über PVC-Fittings, die passenden Rohre dazu, können Sie sich eigene Konstruktionen bauen, Absperrhähne, Überlaufsysteme. Einfach, wie Sie es gerade zu Hause am idealsten anschaffen, was Ihnen natürlich auch die Arbeit leichter macht. Neben einer ganz großen Ecke an Zubehör mit fachlich qualifizierter Beratung haben sich natürlich auch bei uns die ganzen Firmen hier angesiedelt, meistens mit prächtigen Ständen, wo Sie wirklich aus dem Vollen schöpfen können. Wie hier an diesem Bild hier können Sie prima sehen, dass die Firma Eheim einen Riesenstand hat und alles Zubehör vom Filter, vom Filtermaterial über den eigentlichen Filtern bis alles an Technik, an Know-how, was Eheim bietet. Der nächste Stand, den wir jetzt besuchen werden, ist die Firma Dennerle. Natürlich, Vollsortiment ist bei uns Standard. Alles, was Dennerle hat, alles, was das Herz begehrt, selbst die Wasserpflanzen von denen sind in unserem Programm. Den nächsten Stand, den wir hier besuchen, ist die Firma JBL. JBL, schon ein Traditionsunternehmen in unserer Branche, hat natürlich eine riesige Vielfalt an Zubehör, an Kleinteilen, an Kleinprodukten. Das heißt, wir brauchen auch mal Medikamente, wir brauchen Pflegemittel. So schön wie Fische natürlich sind, wollen wir die langfristig und gesund erhalten. Ein Fisch wird auch mal krank. Ein Medikament hilft fast in allen Fällen und so kann Aquaristik auch langfristig ein schönes Hobby bleiben. Genauso lange am Markt ist die Firma Hobby. Die Firma Dupla gehört mittlerweile dazu. Ein Traditionsunternehmen, was in jedem Fall, in jedem Problem bei uns hilft. So können wir jetzt 2 Kilometer einfach weiterlaufen und ich kann Ihnen Stände zeigen, ganz ohne Ende. Manchmal hat man sich einfach mal irgendwo falsch beraten lassen und ein Fisch wird wesentlich größer, als es das heimische Aquarium zulässt. Auch dafür sind wir Ihr Ansprechpartner. Kommen Sie einfach vorbei, wir beraten Sie gerne. Und wie Sie hier sehen, unsere großen Freunde, die wir haben, auch für die finden wir eine passende Unterkunft. Und Sie können dann mal wieder einen Neustart anfangen mit Fische, die auch wirklich zu Ihrem Aquarium passen. Gegenüber von unserer Aquarienanlage befinden sich natürlich viele Herstellerstände, wie wir hier sehen von der Firma Sera. In diesen Ständen haben wir teilweise unsere Wasserpflanzenanlage integriert. Wir kriegen natürlich jede Woche eine große Auswahl und dadurch, dass wir so viele verschiedene Wasserpflanzen haben, brauchen wir natürlich die große Anzahl an Becken, damit auch Sie die richtige Auswahl haben. In unserer 1000 Aquarien fassenden Anlage finden Sie natürlich nicht nur die großen Fische, die spannenden Piranhas, die Zichliden, die Diskusfische, nein, auch sehr viele kleine Fische haben wir ja. Natürlich auch für jedes Aquarium die passenden Hilfsmittel. Ob die Futterpinzette, die Wasserpflanzenschere, alles, was man halt so braucht. In den Aquarien finden Sie teilweise ganz, ganz kleine Tiere. Unsere Garnelen sind manchmal nur 1 Zentimeter groß oder sogar noch kleiner. Aber wir haben natürlich auch die großen Tiere. Bis zum tollen Individuum finden Sie alles hier. Fische, die Namen haben. Wir haben zum Beispiel hinten unseren Horst. Den gehen wir gleich mal besuchen. Gucken mal, ob der heute auch schon wieder Appetit hat. Und schauen uns einfach die nächsten Aquarien mal an. Wo ist denn der Horst? Horst gehört so ein bisschen schon zur Familie. Der frisst eigentlich auch immer gerne auf der Hand, aber wie das so ist, wenn man vor der Kamera steht, dann ist man ein bisschen schüchtern. Obwohl, wenn dann Futter unten angekommen ist, ist er mit dem Schüchternen vorbei. Hier kriegt er ein bisschen Muschelfleisch. Von zu Hause frisst er gerne Schnecken, knackt aber auch Muscheln.
ist aber ein echter Süßwasserfisch, nur eben auch ein Fisch, den man einzeln hält. Ähnlich wie die Piranhas im Schwarm, aber Horst lebt gerne ganz alleine, weil der verträgt sich mit niemandem, nicht mal mit Kollegen, also so ein störrischer Einzelgänger, wie viele Aquarianer ja so sind. In unseren über 260 Aquarien tummelt sich die Welt aller tropischen Meerestiere. Von der einfachen Qualle über herrlichen Korallen bis hin zu Schmetterlingsfischen, Kaiserfischen oder auch dem Anemonenfisch. Seit Anfang 2012 haben wir als einziges Zoogeschäft Deutschlands Hunde wieder im Verkauf. Wir haben uns da richtig für aus dem Fenster gelegt, um es für unsere Lieblinge ganz toll zu machen. Wir haben eine Hundeanlage gebaut, die alle Möglichkeiten für die Hundehaltung hat, die man sich vorstellen kann. Wir haben schon Kunden gehabt, die gerne mit unseren Hunden tauschen wollen, weil sie gesagt haben, so schön haben sie es noch gar nicht zu Hause. Damit sie demnächst einen solchen lieben Hund in ihr Herz und in ihre Familie einschließen können, haben wir jede Menge Arbeit geleistet. Wir fahren zu jedem Hundezüchter nach Hause, dazu nehme ich einen Tierarzt mit und gehen die Familie der Hunde besuchen. Natürlich die Menschenfamilie auch, denn wir wollen wissen, wie die Tiere untergebracht sind, dass die ordentlich gepflegt werden und dass sie natürlich auch schon was erleben. Dass also auch so ein Hund schon mal eine fallende Tür, einen Staubsauger hören, ein quietschendes Auto, vielleicht haben sie auch schon mal einen Feuerwehrwagen gehört. Aber meist sind auch in der Familie kleine Kinder oder schon mal Katzen oder andere Tiere. Das wollen wir natürlich sehen, was unsere Tiere erlebt haben, damit wir ihnen das mitteilen können, damit die sich anschließend auch gut in ihre Familie einpassen. So ein Hund muss natürlich kerngesund sein. Dafür ist der Tierarzt immer mit am Start. Wir untersuchen die Elterntiere, um eventuelle Vorgeschichten schon zu haben, dass wir wirklich sicherstellen können, dieser Hund ist nicht nur gesund, sondern der bleibt auch gesund. Und damit das dann alles funktioniert, untersuchen wir die Elterntiere, die Kleinen und gucken natürlich nach jedem Einzelnen, dass er fit ist. Wenn wir die dann hier bei uns zu Hause haben, gibt es noch eine kleine Nachuntersuchung und dann haben wir Aufenthaltsräume für die Tiere, wo die eine Woche reinkommen, damit wir gucken können, dass auch keine Infektionskrankheit am Start ist. Das gibt ja eine Möglichkeit, einen kleinen Schnupfen oder Durchfall oder was es alles noch so gibt, ist halt wie bei kleinen Kindern. Und wenn die eine Woche da gewesen sind, dann nochmal untersucht werden und fit sind, dann dürfen sie so einen schönen Hund auch zu Hause in ihre Arme schließen. Wie es jetzt weitergeht mit den Hunden oder viel besser, wenn sie vorher bei uns ankommen, zeige ich Ihnen jetzt einmal unsere Tierarztpraxis und die Aufenthaltsräume, bis sie dann in den Verkauf kommen. Ja, hallo, hier sind wir jetzt natürlich im Allerheiligsten unseres Hauses. Hier ist unsere kleine Tierarztpraxis, wo die Hunde voruntersucht werden, bevor wir sie überhaupt aufnehmen, bevor sie im Verkauf kommen. Und erst wenn sie eine eingehende Untersuchung gemacht haben und wir sicher sind, dass die Tiere topfit sind, dann bleiben sie bei uns, nehmen wir sie in unsere Familie aus. Und dafür haben wir dann extra Räume, da gehen wir jetzt mal rein, wo sie dann die erste Woche sind, dass wir danach auch wissen, keine Infektion, alles super in Ordnung. Dann können Sie ein neues Familienmitglied bei uns erwerben, was wirklich 100% voll garantiert. Jetzt gehen wir mal in den No-Go-Bereich. Das heißt, da gehen noch nicht mal ich im Normalfall hin. Aber wir haben heute Glück, heute sind keine Gäste im Haus. Da darf ich Ihnen den mal zeigen. Hier können Sie natürlich niemals als Gast gucken gehen. Ist sicherlich spannend, aber ein Raum, wo wir kontrollieren, dass die Tiere auch gesund sind, der muss natürlich von der Öffentlichkeit ganz abgeschlossen sein. Wir brauchen ja erstmal Ruhe mit den Tieren, bis die Tiere sich hier bei uns eingewöhnt haben. Dies ist das Spielzimmer für eine Hundefamilie mit allen erdenklichen Extras, was so ein Hund braucht. Hier gibt es eine Fußbodenheizung. Darüber ein Gummi, ein dauerelastischer Fußboden. Hier könnt ihr in kleinen toben, so was das Zeug hält. Kann sich keiner dabei verletzen, kann nichts passieren. Automatische Wassertränken sind in jedem Raum 2 Stück vorhanden. Wir haben jetzt schönes Sonnenwetter, aber den Hunden kann auch nichts passieren. Sonnenschutzverglasung ist natürlich bei uns selbstverständlich. Klimatisiert sind die Räume auch. Man ist ja noch nicht ganz stubenrein, da könnte man müffeln. Dafür gibt es natürlich die Klimaanlage, dass das alles fit ist. Hier gibt es einiges an Spielzeug und wenn natürlich hier eine Hundefamilie drin ist, ist im Allgemeinen auch ein Mitarbeiter dabei, der ständig für Unterhaltung sorgt, außer natürlich in den Ruhe- und Schlafzeiten. Dann müssen die Tiere natürlich alleine sein, dann wollen die auch nicht gestört werden.
Das ist ja auch immer eine Familie, die wir haben. Wir kaufen also niemals einen Einzelhund. Eigentlich mindestens 3, lieber 5 und 6. Und die haben natürlich auch in ihrem Familienkreis immer was zu toben. Und dann müssen die auch mal unter sich toben und nicht immer von Menschen gestört werden. So lebt man hier eine Woche und anschließend können Sie die gerne bei uns im Geschäft besuchen kommen. Wenn Sie sich jetzt fragen, wo sind wir denn überhaupt? Oder hat womöglich der Erzeuger ein neues Hobby und will uns unser Motorrad vorstellen? Sind Sie hier ganz falsch gewickelt. Wir sind hier in der Hundeabteilung mit dem gesamten Zubehör für Hunde. Vom Kauknochen über Futter, Decken, Körbchen, Mäntelchen, alles. Und wenn es sein muss, sogar für die nächste Hochzeitsfeier für Ihren Hund. Als vor ungefähr einem Vierteljahrhundert Hundekleidung rauskam, beschränkte die sich auf ein Regenkleid. Heutzutage haben wir natürlich modische Produkte, auch etwas fürs Wetter, gegens Unwetter, für alles eben. Natürlich auch Edelkleidung, gar kein Problem. Aber wir haben natürlich Kissen, Decken, alles an Körbchen, an Versteckmöglichkeiten, bis hin zum edlen Hundebett, was jeder einmal haben möchte. Dass wir natürlich Hundefutter aller Art haben, ist selbstverständlich. Wir haben nicht nur schöne Liegen, schöne Kissen, Sofas, natürlich auch von der einfachen Hundeleine hin bis Funktionsgeschirren, damit es für jeden Hund, für jede Belastung passt. Natürlich auch das passende Werkzeug für den Hund, der mal zum Tierarzt muss, vielleicht einen Maulkorb braucht. Aber auch etwas Edles, wenn Sie sowas gern hätten. Hier begrüße ich Sie in unserem Eingangsbereich. Da ist das Katzenzimmer, eins von 3 Katzenspielzimmern. Bei unseren Katzen ist das also genauso wie bei vielen anderen Tieren. Wir gehen natürlich erst nach Hause, gucken uns bei der Familie an, wie die Tiere gehalten werden. Denn wir möchten natürlich nur super liebe Stubentiger haben. Das heißt, die Tiere kommen auf gar keinen Fall aus irgendwelchen Massenzuchten, sondern immer in Familie aufgezogen, oft mit Kindern oder mit Hunden oder mit anderen Tieren. Die wissen also, was wirklich im Tagesleben alles so passiert. Unsere Katzen werden hier jeden Tag bespielt, haben mit Sicherheit hier ein sehr schönes Zuhause, können auch, wenn sie möchten, mal den Raum verlassen. Allerdings erst, wenn sie mehrere Tage hier sind, wenn sie eingewöhnt sind, haben wir hier oben extra eine Ausgangsklappe und die Katzen können also über den Gang nach draußen, können die bis oben in die Foliere reingehen und können sich dann auch mal schön in die Sonne legen. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Bei uns haben wir einen eigenen Wald nur für die Katzen. Jede Menge Kratzbäume, die ihren Katzen sicherlich Spaß machen und wo auch ihr Kätzchen ganz sicherlich ein kuscheliges Zuhause findet. Wenn Sie alleine diese Abteilung sehen, die nur für die Katzen ist, rund 1000 Quadratmeter Fläche mit mehreren tausend Artikeln, nur für alleine für die Katze, ist schon eine Sache, die sich lohnt, mal anzugucken. Kommen Sie doch einfach mal vorbei, schauen Sie sich um und passen Sie auf, dass Sie sich in der Vielfalt hier nicht verlaufen. In unserer Kleintierabteilung sind die Fachberater ständig anwesend, damit Sie mit Rat und Tat Ihren Wunsch erfüllt bekommen. Kleintiere, was sind überhaupt Kleintiere? Das geht von der kleinen Maus los, über den Hamster, der Ratte, dem Meerschweinchen, dem Kaninchen. Aber wir haben natürlich auch ganz viele ausgefallene Exoten bei uns im Haus. Sie können einen Präriehund erwerben, einen Nerz, ein kleines Äffchen. Das bedeutet natürlich große Verantwortung. Manchmal muss man sogar eine Prüfung ablegen für ein bestimmtes Tier. Wir sind aber dafür da, um Ihnen mit Rat und Tat und dem ganzen Zubehör jederzeit zur Verfügung stellen. Circa 150 Kleintierarten warten hier auf Ihren Besuch und Sie können sich hier ganz problemlos stundenlang aufhalten. Was gehört eigentlich in einer Kleintierabteilung zum Zubehör? Jeder weiß, ein Hamsterlaufrad, sowas muss man für so ein Tier haben, ist aber schon längst nicht mehr zeitgemäß. Diese kleinen, viel zu kleinen Plastikdinger fressen die Tiere auf und sind schädlich. Viel besser ist zum Beispiel so ein Holzlaufrad, das Tier kann sich nicht einklemmen, funktioniert immer, ist aus umweltverträglichen Materialien und Ihr Hamster wird sich freuen. So wie dieses als Beispiel haben wir ganz viel fachgerechtes, tiergerechtes Zubehör, was wir Ihnen sehr gerne mal zeigen und erklären wollen, damit es auch Ihr Tier richtig schön zu Hause hat. Unsere Kleintiere, auch wenn sie nur eine sehr kurze Zeit hier sind, haben ein tolles Zuhause. Nicht nur, dass wir das schön einrichten, sondern jedes Tier hat eine Fußbodenheizung, eine automatische Wassertränke, eine gute Belüftung und kein intensives Licht.
Genauso ist es natürlich wichtig, nicht nur irgendein Presskorn zu essen, sondern wir haben eine riesengroße Auswahl an sehr leckeren Produkten hier, wo man wirklich die Natur sieht, etwas, was auch wirklich schmeckt und wo der Spaß hat. Wir möchten ja auch Spaß beim Essen haben. Um meine Kontrollrunden zu fahren, benutze ich dieses Moped. Ich denke mal, ich fahre damit im Jahr so circa 4000 Kilometer. Nur hier bei uns im Geschäft. Dann können Sie sich ja vorstellen, wie groß das Haus ist. Allerdings, um in alle Ecken zu gucken, muss ich natürlich auch mal laufen. Unsere Papageien kommen alle aus deutscher Aufzucht, sind im Allgemeinen schon super zahm und fast nestjung. Wir arbeiten den ganzen Tag damit. Wir trainieren regelmäßig unsere Vögel, dass sie auch zahm bleiben, damit sie langfristig Spaß an den Tieren haben. Die Tiere sind kerngesund. Wir kennen unsere Züchter, wir fahren die besuchen. Die Tiere kommen trotz alledem eine Woche erst in Beobachtung, dass wir ganz sicher sind, dass sie kerngesund sind. Sie könnten ja auf dem Transport nach uns eventuell mal eine Erkältung bekommen haben. Das schließen wir ganz sicher aus. Das heißt, ein Vogel, den man bei uns kauft, ist bildschön, kerngesund und in den meisten Fällen auch so zahm wie dieser hier. Wir haben natürlich nicht immer nur die Großpapageien, die alle Leute kennen, zahm. Wir kümmern uns auch um die Kleinen, nicht nur um die Großen. Auch unsere Kleinpapageien sind sehr häufig schon super zahm und wie man sieht, auch hoch interessiert, mal ein Wort mit uns mitzureden. Nicht jeder Vogel können wir natürlich die Zeit aufbringen, um zahm zu machen. Nicht jeder Vogel möchte das auch. Manche, wie diese beiden, sehen Sie aber, sind hoch daran interessiert, sich mit uns sehr intensiv zu unterhalten. Und so einen Partner könnten auch Sie in der Familie haben, der demnächst die Gespräche alle mit Ihnen führt. Auf unsere neue Vogelanlage fliegen nicht nur unsere Kunden, sondern unsere Logis fliegen auch auf alle Tierliebhaber. Denn auch Sie haben hier die Möglichkeit, mal bei unseren Vögeln mit in der Voliere reinzukommen und diese zu füttern. Oder mal zu streichen oder auch mal wirklich mit so einem kleinen Papagei zu kuscheln. Die Anlage ist also sehr groß geworden. Wir haben also mittlerweile auf 40 Meter Länge Volieren, wo unsere Fluggefährten ein ganz tolles Leben haben, bis sie ein neues Heim bei uns zu Hause finden. Wir haben noch einige kleinere Käfige, wo wir auch ausgefallene Exoten haben. Das heißt also, wie immer in unserem Haus, wir haben für jeden das richtige Tier, das passende Zubehör und unsere Tiere haben so lange Spaß bei uns, bis sie bei Ihnen das neue Zuhause gefunden haben. Auf unserem Erlebnishof können Sie selbst Erdmännchen erleben. Erdmännchen sind von Natur aus reine Fleischfresser, trotzdem einmal in der Woche ein Tag mit Salat ist auch ganz in Ordnung, solange es nicht nur Salat ist. Sicherlich haben wir als einziger Haustierzoo kleine Erdmännchen, die so zahm sind, dass man die mal streicheln und sogar mal füttern kann. Dieses Füttern können Sie natürlich mit allen Tieren machen. Bei uns auf unserem kleinen Erlebnishof, selbst die Hühner sind begeistert, wenn Sie die mal füttern und den mal ein Blatt Salat geben. Aber ich zeige Ihnen gerne auch noch die anderen Tiere, die wir hier auf dem Hof haben. Das neueste Hobby bei den Heimtierhaltern ist eins der ältesten Hobbys. Heutzutage hat es nur einen neuen Namen. Früher hielt man zu Hause Hühner, heute heißt das Hobbyfarming. Wir haben natürlich das passende Huhn, die passende Gans, die Pute, die Ente, dafür vorrätig, aber natürlich auch alles Zubehör, was diese Tiere brauchen, damit sie ihre Tiere, ihre Hühner, Gänse, Enten so halten können, wie sie das möchten. Und morgens das Frühstücksei ist nicht irgendein Ei aus irgendeinem Regal, sondern Sie frühstecken das Ei, wo Sie genau wissen, was drin ist, denn Sie wissen ja ganz genau, was Ihre Tiere gegessen haben. Wir haben verschiedene Hühnerrassen, da haben verschiedene Gänse, verschiedene Putenarten, Entenarten. Selbst Wachteln können Sie bei uns bekommen und Sie können sie auch hier auf dem Hof natürlich alle füttern, weil alle Tiere sind zugänglich, bei uns sind keine Tiere versteckt. Sie finden einfach allen und jeden. Aber natürlich gehört auch zu unserem Erlebnishof nicht nur ein paar Hühner, sondern hier haben wir auch unser Nasenbärmännchen, der ganz lieb ist und sich freut, wenn wir ihn mal besuchen kommen und hier wie heute
wie eine Praline mit einem schönen kleinen Wachtelei verwöhnen. Also Sie können uns natürlich gerne alleine besuchen kommen und mal einen Tag bei Zuzajak erleben, aber wie Sie auch sehen, machen wir gerne Führungen. Wenn Sie in einer Gruppe von 10 oder mehr Leuten sind, nach Möglichkeit nicht über 25, rufen Sie einfach bei uns im Betrieb an und wir machen gerne für Sie kostenlos eine Führung. Wenn es geht an einem Wochentag, dann ist nicht so voll, dann kann man in aller Ruhe durchgehen. Rechnen Sie mal zwischen 2 und 4 Stunden, wie Sie wollen, können Sie gerne mit uns absprechen. Wir arrangieren das, wird mit Sicherheit ein spannender Tag. So, wir sind jetzt am Ende unserer Reise angekommen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen, meine Reise durch die große Welt der kleinen Tiere. Wir wollen uns hier an dieser Stelle verabschieden, aber nicht ohne Ihnen noch mitzuteilen, dass ich hoffe, dass es Ihnen gefallen hat. Und ich hoffe, wenn wir mal beim Mitteilen sind, dass Sie diesen Film auch teilen und dass Sie den Ihren Freunden und Bekannten zeigen, dass ganz viele uns besuchen kommen. Sie haben ja gesehen, unser Haus ist sicherlich ein Besuch wert und man muss nicht kommen zum Einkaufen, sondern einfach zum Bummeln oder Flanieren oder Interesse halber einfach mal schauen, Denkanstöße zu holen. Wie mache ich meine Tierhaltung zu Hause schöner und besser und optimaler? Und ich hoffe, Sie auch jetzt in Kürze mal zu einem Besuch, auch Sie persönlich hier begrüßen zu dürfen.